Zuckerschnute. Ich hätte da einen Vorschlag für dich, wenn du dein Glück versuchen willst. Ich habe einen Preis gefunden, der es wert ist. Ich rede von Beute, aber nicht irgendwelcher Beute. Handsome Jack's Casino. Manche nennen es die Wurzel allen Übels. Aber das sind alles verdammte Idioten. Geld ist der Hammer, das wissen wir alle. Wie geht's? Hier ist Handsome Jack, dein bester Freund. Nur noch Scheiße. Alles und überall. Krieg. Und nicht genug Feuer in der Galaxis, um alles abzufackeln. Darum habe ich den perfekten Ort gebaut. Den Handsome Jackpot. Ich habe ganz allein und ohne irgendwelche Hilfe im Alleingang Hyperions modernste Raumstationstechnik mit dem opulentesten Casino kombiniert, das die Galaxis je gesehen hat. Das Einzige, was noch besser aussieht, bin ich selbst, Baby. Und in welche Richtung du auch blickst, du wirst überall dieses hübsche Gesicht sehen. Gib dein Geld im Schoß des Luxus aus. Unser automatisches Roboterpersonal erfüllt alle Wünsche. Komplett-Service. Ich meine euch, Robo-Perverslinge. Füll dein fettiges Maul mit Kaviar, als würdest du wissen, was das ist. Und lass es offen stehen, während du das beste Entertainment bewunderst, das man für Geld kriegen kann. Der Handsome Jackpot. Einmal dort, will man einfach nie mehr fort. Jack ist tot, aber er hat was hinterlassen. Ich will dieses Casino. Bereit, das Haus zu rocken, Baby? Sicherheitsfangstrahlen gehen nicht gerade sanft vor. Du siehst aus wie ein VIP. Vielleicht nächstes Mal. Ich sorge dafür, dass die Sanctuary dem Casino fernbleibt. Nicht, dass wir hier noch festsitzen. Jacks Vorstellung eines guten Kunden war einer, der nicht weg kann. Dieser Jack muss ja ein Kackknochen sein. Das ist noch zu nett gesagt. Jack war ein Tyrann und ein Bastard bis ins Mark. Das Einzige, was er noch mehr liebte als sich selbst, war anderen weh zu tun. Er hat bei uns allen Narben hinterlassen. Der Ort wurde abgeriegelt, als Handsome Jack vor 7 Jahren mit der Mündung eines Kammerjägers Bekanntschaft machte. Wer weiß, was seither drin passiert ist.
Hier spricht Jack. Willkommen im Hals am Jackpot. Wer hat Lust, sein Geld auszugeben? Hey, 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 ein neues Opfer. Ich meine Kunde. Wie auch immer, ich freue mich. Dreh am Rad, um reinzukommen, Dummkopf. Wenn ich diesen Schuppen leite, wische ich dieses beschissene Grinsen von allen Oberflächen. Was wirst du gewinnen? Ich bin ja so aufgeregt. Oh, sorry, Kilos. Der Jackpot erkennt von Armut geplagte Kammerjäger aus einer Fantastillion Kilometer. Nur VIPs, Trottel. Aber ich sag dir was, ich hab hier einen Trostpreis. Nur für dich. Na, was hast du gewonnen? Einen auf Morgen. Sind die vielleicht nicht so gut drauf? Pass auf, Zuckerschnute. Ich habe allerhand auf dich gesetzt. Hey, Coupon, willst du spielen? Sag ich da. Oh, Scheiße! Lauda! Der Boss jagt uns! Klingt, als hätte das Casino immer noch einen Boss, aber Jack ist schon lange tot. Wenn ein anderer die Zügel an sich genommen hat, wird er sie uns nicht einfach geben. Zum Königreich finden. Eine U-Bahn müsste alle Teile des Casinos verbinden. Scheint nicht zu funktionieren, aber du kannst den Gleisen zum Strip folgen. Willst du noch eine Karte? Oder? Gut gemacht. Nicht perfekt, aber gut. Zum Geier du bist, aber das ist mein Revier.
Es gibt kein Glück, nur Instinkt. Und deiner führt in den Tod. Das reicht, Essenskupon! Ich hab dich gewarnt! Magazin wechseln! Zuckerschnute. Der Überfall. Nicht was Persönliches. Jack und ich waren kurz ein Paar. Ich hatte damals davon geträumt, ein Casino zu eröffnen. Jack hat sogar versprochen, es zu finanzieren. Aber er hat sich als Psychopath herausgestellt und die Trennung als schmutzig zu bezeichnen, wäre untertrieben. Er hat meine Pläne gestohlen, um diesen Ort zu bauen und es zurückzuholen, ist meine Art, endgültig einen Haken an die Sache zu machen.